Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute über das siebte Siegel fortfahren, aber zunächst einmal eine Bemerkung in eigener Sache. Und zwar möchte ich Ihnen sagen, dass Sie ganz besonders darauf achten sollen, was ich zu Ende dieser Predigt sagen werde, im Hinblick auf den Besuch meiner Frau und mir nach Deutschland. Und ich habe da ein paar Bemerkungen zu machen. Ich bitte Sie, da genau zuzuhören. Aber zunächst einmal möchte ich jetzt mit der Predigt fortfahren. Und wir hatten in der letzten Predigt und den letzten Predigten eigentlich über die sieben Siegel im Buche der Offenbarung gesprochen. Und wir hatten gesehen, dass die ersten vier Siegel, die ja das Lamm Jesus Christus öffnete, die vier Reiter der Apokalypse darstellten. Das fünfte Siegel war das Märtyrertum der Heiligen, die große Trübsal. Das sechste Siegel waren die himmlischen Zeichen. Und dann sahen wir, dass es ein siebtes Siegel gibt, das dann aufgebrochen wurde. Und dieses siebte Siegel besteht aus sieben Posaunen. Und wir hatten in der letzten Sendung die ersten fünf dieser sieben Posaunen uns angeschaut. Und wie Sie sich erinnern können, die finden sich in Offenbarung Kapitel 8 und dann auch weitergehend in Offenbarung Kapitel 9. Und wenn es um die fünfte Posaune geht, hatten wir bereits angedeutet, dass es hierbei um das Tier handelt. Der letzte Führer des wiedererstandenen römischen Reiches in Europa. Und dass dieses Tier einen Angriffskrieg starten wird gegen gewisse Mächte im fernen Osten. Mächte, die auch als die Könige des Ostens in der Bibel beschrieben werden. Und wir möchten heute nun mit dem sechsten oder mit der sechsten Posaune des siebten Siegels fortfahren. Denn nachdem das Tier diesen Angriffskrieg gestartet hat, wird etwas Interessantes geschehen. Etwas sehr Bemerkenswertes, etwas sehr Schreckliches. Und zwar finden wir die sechste Posaune in Offenbarung Kapitel 9 beschrieben, angefangen in Vers 13. Nun lesen wir einmal diese Stelle, Offenbarung Kapitel 9, die Verse 13 bis 21. Also jetzt ist es wichtig, den Zeitpunkt zu verstehen. Es geht jetzt hier um eine Entwicklung, die nach der großen Trübsal beginnt, die nach den himmlischen Zeichen beginnt, die jetzt geschieht, nachdem das Tier zunächst einmal einen Angriffskrieg gegen die Könige des Ostens gestartet hat. Jetzt lesen wir in Vers 13. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen, die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen. Also hier werden Engel geschildert, die zunächst einmal nicht in der Lage waren, denen es nicht erlaubt war, dieses zu tun. Aber jetzt wird ihnen diese Möglichkeit gegeben. Und wir finden auch, dass sie an dem großen Strom Euphrat in Anführungszeichen gebunden waren. In anderen Worten, jetzt wird es den Mächten möglich, die aus dem fernen Osten kommen, diesen Euphratstrom zu überwinden und dann in andere Länder einzufallen. Unter anderem. Aber wir lesen jetzt weiter, dass es hier um den Tod des dritten Teils der Menschen geht. Vers 16. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausendmal tausend. Ich hörte ihre Zahl. Nun, die Elberfelder Bibel schreibt, dass die Zahl zweimal zehntausend mal zehntausend war. Und die Menge Bibel sagt dann eindeutig, es handelt sich hier um 200 Millionen. 200 Millionen Reiter sind an diesem Krieg beteiligt. Nun, das ist nur dann möglich, wenn man sich eine totale Konföderation vorstellt, aus Ländern bestehend wie Russland, China, Japan, Indien und andere fernöstliche Länder, um eine solche Zahl erreichen zu können. Und dann heißt es hier in Vers 17, und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Auch hier wiederum werden moderne Kriegswaffen beschrieben.
Und zwar in einer Art und Weise, wie Johannes dies tun konnte. Der hatte ja keine Worte für Panzer und für andere Wagen, die also jetzt Feuer und Rauch und Schwefel ausspeien, als wie er es hier eben beschreibt. Vers 18. Und von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Wenn es um den dritten Teil der Menschen geht, sehen wir, dass es nicht nur um eine spezifische, begrenzte Lokalität gehen kann. Hier werden Waffen eingesetzt, die weitreichende Wirkung haben. Waffen scheinbar nuklearer und chemischer und biologischer Natur, sodass also ein Drittel aller Menschen, die dann auch leben werden, getötet werden können. Und so heißt es dann in Vers 19, denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Und man würde sich jetzt vielleicht denken, dass wenn diese schrecklichen Dinge geschehen und wenn die Menschen begreifen oder zu begreifen beginnen, dass Gott dies zumindest zulässt, dass dann vielleicht eine Gesinnesänderung geschehen könnte. Aber schauen Sie, was geschieht, Vers 20. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister. Es gibt heute viel Anbetung von Dämonen, ohne dass die meisten Menschen dies überhaupt wissen. Und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Vers 21. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht, ihrer Dieberei. Nun, wir hatten bereits in der letzten Sendung gesehen, dass die Macht des Tieres ihre Zelte, sagen wir einmal, ihre zeitweiligen Aufenthalte ins gelobte Land verpflanzen wird. Und es heißt dann im Buch Daniel, und wir hatten das auch gesehen, im 11. Kapitel, dass dann Gerüchte aus dem Norden und dem Osten das Tier aufschrecken werden und es wird dann gegen diese Mächte im Norden und im Osten ziehen. Das hatten wir gesehen. Hier kommt jetzt der Vergeltungsschlag der Mächte aus dem Norden und dem Osten, der Könige des Ostens, wie sie woanders beschrieben werden, die jetzt einen Vergeltungsschlag ausrichten werden gegen das Tier. Aber wie gesagt, es werden ein Drittel aller Menschen sterben. Also es geht nicht nur um das Tier in Europa, die Mächte Europas. Es geht auch nicht einmal nur um den Nahen Osten, wo das Tier zeitweilig sich aufhalten wird. Ein Drittel aller Menschen werden durch diesen Vernichtungsschlag umkommen. Schauen Sie, wir lesen auch, dass das Tier, aus welchen Gründen auch immer, wenn es diesen Präventivschlag führen wird gegen die asiatischen Mächte, darauf bedacht sein wird, die Menschen nicht zu töten. Es hieß, dass die für mehrere Monate lang gequält werden, die würden aber nicht umkommen. Aber wenn diese asiatischen Mächte ihren Gegenschlag ausüben, dann haben sie solche Skrupel nicht. Und es wird ein Drittel aller Menschheit getötet werden. Was auch zeigt, dass diese asiatischen Mächte scheinbar sehr wohl auf einen solchen Krieg vorbereitet waren. Es geht also nicht unbedingt darum, dass die jetzt total überrascht waren, dass jetzt das Tier, dieser europäische Führer, und darüber werden wir gleich noch im Detail sprechen, jetzt einen Krieg gegen die veranstalten wird. Die waren vorbereitet. Man kann sich vielleicht an die Situation im Zweiten Weltkrieg erinnern, wo Hitler und Stalin diesen Angriffspakt geschlossen haben und zum gleichen Zeitpunkt dabei waren, aufzurüsten. Jeder wollte einen Krieg gegen den anderen führen. Es ging nur darum, wer zuerst diesen Schlag ausüben würde. So etwas Ähnliches könnte hier auch der Fall sein. Kehren wir uns nun wieder an das Buch der Offenbarung zurück, und zwar in Offenbarung Kapitel 16 wird nämlich jetzt die siebte Posaune beschrieben. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 16 und in Vers 1, und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Schauen Sie, die siebte Posaune wird aus sieben Schalen der Plagen Gottes bestehen. Das ist sehr wichtig zu begreifen. Wir haben also uns jetzt die sieben Posaunen angeschaut, oder die ersten sechs zumindest, des siebten Siegels. Aber die siebte Posaune besteht nun wiederum aus sieben weiteren Plagen. Denn in Offenbarung Kapitel 15 und in Vers 1 lesen wir,
Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Schauen Sie, das siebte Siegel bezeichnete und beschreibt den Zorn Gottes, den Tag des Herrn. Und hier wird jetzt im Zeitpunkt der siebten Posaune von Engeln berichtet, die letzten sieben Plagen haben, mit denen dann der Zorn Gottes vollendet wird. Wir sehen also, dass diese letzten sieben Plagen Teil sind der letzten oder siebten Posaune. Wir lesen auch in Vers 7 in Offenbarung 15. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann werden in Offenbarung 16, angefangen Vers 2, diese letzten sieben Plagen näher beschrieben. Aber bevor ich darauf eingehe, noch einmal den Zusammenhang, denn das ist sehr wichtig zu begreifen. Das Buch, das von dem Lamm geöffnet wird, besteht aus sieben Siegeln. Das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunen. Und die siebte Posaune besteht aus den letzten sieben Plagen. Also wenn Sie hier jetzt von den letzten sieben Plagen lesen, dann verstehen Sie, dass zeitlich gesehen das nach, sagen wir mal, dem sechsten Siegel kommt. Dass sogar nach, sagen wir mal, der fünften oder sechsten Posaune kommt. Die letzten sieben Plagen sind Bestandteil der siebten und letzten Posaune, die wiederum Teil ist des siebten Siegels. Also hier geht es jetzt um die letzten sieben Plagen. Und dann fangen wir einmal an zu lesen. In Offenbarung Kapitel 16, nachdem es heißt in Vers 1, dass den Engeln gesagt wird, geht aus mit den letzten sieben Schalen des Zornes Gottes, schüttet die auf die Erde. Jetzt Vers 2. Und der erste ging hin, der erste Engel, der ging hin und er goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und ich nehme an, dass ich hier für den Rest der Predigt mich mit dieser Stelle beschäftigen werde. Denn wir wollen uns einmal jetzt genauestens anschauen, was hier gesagt wird. Es wird ein böses und schlimmes Geschwür ausgegossen werden über die Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten. Manchmal wird auch von dem Malzeichen des Tieres gesprochen. Und die sein Bild anbeteten. Was ist mit dem Zeichen des Tieres gemeint? Was ist zunächst einmal mit dem Tier gemeint? Nun, es ist das gleiche Tier, von dem wir eben schon gesprochen haben. Es ist die letzte Auferstehung des alten Römischen Reiches in Europa. Und es besteht und bezieht sich auch auf den letzten Führer dieser Auferstehung. Sowohl das Reich als auch der Führer dieses Reiches werden mit dem Tier betitelt. Aber um das zu beweisen, kehren wir zunächst einmal zu Offenbarung Kapitel 13 zurück. Offenbarung Kapitel 13 und angefangen Vers 1, da wird nämlich von dem Tier gesprochen. Und ich hatte das bereits in vergangenen Predigten behandelt, aber hier kurz als Zusammenfassung. Offenbarung Kapitel 13, da heißt es in Vers 1, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner, 7 Häupter, auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, seine Füße wie Bärenfüße, sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Der Drache, eine Bezeichnung für Satan, den Teufel. Wir sehen also, dass es Satan, der Teufel ist, der Engel des Abgrunds, von dem wir in der letzten Predigt gehört haben, der diesem Tier große Macht gibt. Vers 3. Ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, Satan, den Teufel. Wie wir gelesen hatten, die Menschen beten Dämonen an, ohne es vielleicht zu wissen, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an. Auch das ist wichtig zu begreifen. Sie beteten das Tier an, verehrten, verherrlichten das Tier. Diese politische, militärische, wirtschaftliche Macht. Sie beteten das Tier an. Und sie sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm kämpfen? Wiederum eine Bezugnahme auf die militärische
Charakteristika dieses Tieres. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, Vers 5, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott. Zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen, Nationen. Alle, die auf Erden wohnten, beteten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis kommen soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Wiederum, das Martyrium der Heiligen wird hier angesprochen. Hier ist Geduld und Glaube aller Heiligen. Mit anderen Worten, hier ist das notwendig. Um diese Zeit durchmachen zu können, brauchen wir Geduld, brauchen wir Glaube, dass Gott einem hilft. Wir müssen auf Gott warten, dass er für uns kämpft, anstatt selbst kämpfen zu wollen. Aber was ist mit diesem Tier gemeint? Schauen Sie, es hat diese Charakteristika, von denen wir gerade sprachen, diese Charakteristika von einem Panther, von einem Bären und von diesen anderen interessanten Tieren, die hier erwähnt werden. Der Rache eines Löwen. Nun, alles dies wird im Buch Daniel beschrieben. Im Buch Daniel hatte der Daniel Visionen. Und da werden Tiere beschrieben, die werden mit Weltmächten gleichgesetzt. Und um das kurz zusammenzufassen, wir haben eine Broschüre veröffentlicht, Europa in der Prophezeiung. Die können Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de finden. Und in dieser Broschüre, Europa in der Prophezeiung, da haben wir in der Mitte dieser Broschüre eine Skizze veröffentlicht. Und ich habe hier diese Skizze vor mir liegen und so sieht die aus. Und in dieser Skizze wird alles dies näher erläutert. Da werden die Schriften im Buch Daniel erwähnt, die Schriften im Buch der Offenbarung. Und dann wird erklärt, was mit diesen Prophezeiungen gemeint ist. Und um es deutlich hier zu sagen, es geht um Auferstehungen, zunächst einmal des Römischen Reiches, aber auch zuvor noch geht es um Weltmächte, die existiert haben, bevor es das Römische Reich gab. Und das Römische Reich hat dann all diese Weltmächte in sich vereinigt. Und in Offenbarung 13 finden wir nun die Tatsache, dass hier das Römische Reich beschrieben wird, dass alle die vorhergehenden Weltmächte in sich vereinigt hat. Und so finden wir zum Beispiel, dass die erste Weltmacht, die Daniel beschreibt, das Babylonische Reich war. Gefolgt von dem Medo-Persischen Reich. Gefolgt von Griechenland. Und dann wird im Buch Daniel das vierte Reich beschrieben, Rom, als die vierte Weltmacht. Und interessant ist, dass diese übrigen drei Reiche beschrieben wurden, wie zum Beispiel aussehend wie ein Löwe, wie ein Bär und wie ein Panther. Und wir sehen also hier wiederum diese Weltmächte, die also dann durch das Römische Reich vereinnahmt wurden. Und dann wird natürlich der Untergang des Römischen Reiches beschrieben. Wir sahen nicht gerade die tödliche Wunde. Und dieser Untergang des Römischen Reiches, der geschah so um Jahre 476 nach Christus. Aber das Tier hatte auch 10 Hörner in Offenbarung 13. Und diese 10 Hörner bedeuten hier die 10-malige Wiederauferstehung des Römischen Reiches, das tot war. Alle meinten, das Römische Reich war vergangen. Nein, es sollte wieder auferstehen, und zwar 10-mal. 10-mal sollte sich das alte Römische Reich wiederbeleben. Und wir lesen, dass die erste Wiederauferstehung unter König Geiserich, dem Herrscher der Vandalen, erfolgte. Der lebte so im Jahr 429 bis 533 nach Christus. Aber nicht nur er, sondern die Vandalen, das Vandalenreich. Die zweite Wiederauferstehung erfolgte unter König Odoaker, dem Herrscher der Heruler, so von 476 bis 493 nach Christus. Und die dritte Wiederauferstehung erfolgte unter König Theoderich, dem Herrscher der Ostgoten, von 493 bis 554 nach Christus. Wir werden gleich noch auf ein kleines Horn zu sprechen kommen. Ein kleines Horn, das in Daniel beschrieben wird, das Zeiten und Gesetze ändern will und ändern wird. Und wir lesen auch, dass dieses kleine Horn drei Hörner ausreißen wird. Es handelt sich hierbei um diese drei Hörner der ersten drei Wiederauferstehungen. Denn diese drei Hörner, diese drei Königreiche, die hatten einen anderen Glauben als das kleine Horn. Das waren Königreiche, die dem arianischen Glauben anhingen. Der Arianismus war eine Mischung von Wahrheit und Irrtum. Der Arianismus zum Beispiel lehrte, dass es keine Dreieinigkeit gibt. Die glaubten keineswegs an die Dreieinigkeit. Und damit hatten sie recht.
Denn wie gesagt, der Heilige Geist ist keine Person. Das hatten wir mehrfach betont, mehrfach erklärt. Und ich werde auch in der Zukunft Predigten noch über dieses Thema geben müssen. Der Heilige Geist ist keine Person. Gott besteht aus Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn. Und Gott hat immer schon aus diesen beiden göttlichen Wesen bestanden. Deswegen lesen wir auch im Anfang, dass Gott sagt, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist wird nirgendwo in der Bibel als eine Person dargestellt, als die dritte Person innerhalb einer sogenannten Dreieinigkeit. Und der Heilige Geist ist auch nicht Gott. Schauen Sie, der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott ausströmt, sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn. Und einige sagen, ja, aber es wird doch gesagt, dass der Heilige Geist spricht. Und da der Heilige Geist spricht, muss er dann doch eine Person sein. Nun, keineswegs. Sie können ja zum Beispiel auch heute sagen, mein Mund spricht. Damit wird Ihr Mund ja nicht zu einer Person. Es ist eine Personifizierung, die hier beschrieben steht. Sie können sagen, der Arm Gottes wirkt gewaltige Dinge. Damit wird der Arm Gottes ja nicht zu einer eigenständigen Person. Es wird so ausgedrückt, dass Gott durch seinen Arm, mit seiner Kraft, seiner Herrlichkeit, seiner Macht gewisse Dinge tut. Sie können sagen, mein Herz schlägt. Natürlich, damit wird aber das Herz nicht zu einer eigenständigen Person. Die Bibel nirgendwo sagt uns, dass der Heilige Geist eine Person sei. Das ist eine aus dem Heidentum stammende Idee. Diese ganze Dreieinigkeitsidee stammt aus letztlich dem Griechentum, wo heidnische Götter angebetet wurden, die eine Dreieinigkeit bilden. Die Inder haben das, die Assyrer hatten dies, die Babylonier hatten dies. Also der Arianismus war korrekt, dass er die Dreieinigkeit ablehnte. Aber er war inkorrekt, indem er auch die Göttlichkeit Jesu Christi ablehnte. Die lehnten also auch ab, dass Jesus Christus Gott war, der Mensch wurde und wieder zu Gott werden würde. Und auch heute gibt es noch viele religiöse Strömungen, die sich diesem Arianismus in irgendeiner Form angeschlossen haben und auch heute nach wie vor lehren, dass Christus nicht Gott ist und auch nicht Gott war. Aber darin bestand der Irrtum des Arianismus. Nun, das kleine Horn lehrte natürlich die Dreieinigkeit. Das kleine Horn lehrte auch alle anderen Dinge, die heute so im orthodoxen Christentum gelehrt werden. Und es war der Einfluss des kleinen Hornes, der diese ersten drei wiedererstandenen Weltmächte aus dem Römischen Reich verdrängte. Und so finden wir nun, dass die vierte Wiederbelebung, die vierte Wiederauferstehung des Römischen Reiches etwas anders war als die ersten drei. Schauen Sie, die ersten drei Wiederauferweckungen hatten mit dem kleinen Horn, mit dieser religiösen Macht nichts zu tun. Aber mit der vierten Auferstehung beginnend finden wir, dass eine Frau auf diesen Wiederauferstehungen reiten wird. Wir finden dies beschrieben in Offenbarung Kapitel 17. Da finden wir, dass eine Frau auf einem Tier reiten wird mit 7 Häuptern und 10 Hörnern. Die 7 Häupter in dieser Erzählung, in diesem Bericht, in dieser Vision, beziehen sich nun auf die letzten 7 Wiederauferstehungen des Römischen Reiches, das nun zum Heiligen Römischen Reich wurde. Und die 10 Hörner, Offenbarung 17, beziehen sich auf 10 Könige, die in der Endzeit existieren werden, simultan, parallel, und die dann ihre Macht und ihre Autorität dem Tier geben werden, wie es heißt, und die aber dann zusammen mit dem Tier gegen den wiederkommenden Christus kämpfen werden. Also wir sehen, dass die letzten 7 Auferstehungen des Römischen Reiches, die in der Offenbarung Kapitel 17 beschrieben werden, von einer Frau geritten werden, einer Kirche, die aber von dem wahren Glauben abgefallen ist, die nicht mehr das lehrt, was das ursprüngliche Christentum im Zeitpunkt der Apostel gelehrt hat. Und geschichtlich gesehen finden wir, dass die vierte Wiederauferstehung unter König Justinian erfolgte, im Jahre 554 nach Christus. Justinian war der Kaiser von Ostrom und er hat dann das oströmische und das weströmische Reich wieder vereinigt, und zwar auf Betreiben unter anderem seiner Frau, die katholisch war, und vieler katholischer Priester, sowohl in Ostrom als auch in Westrom. Und diese Wiedervereinigung der beiden römischen Reiche zu einem gewaltigen Reich wird in der Geschichte auch als die imperiale Restauration oder die kaiserliche Wiederherstellung der zwei Teile beschrieben. Und das geschah im Jahre 554 nach Christus.
Und dann würde es zu der fünften Wiederauferstehung kommen unter Karl dem Großen im Jahre 800 nach Christus. Und er wurde dann als der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches bekannt. Und er wurde von dem Papst, in diesem Falle war es der Papst Leo III., zum Kaiser gekrönt. Und wir finden, dass nun die katholische Kirche sehr große Auswirkung und Beeinflussung hatte im Hinblick auf die weiteren Wiederauferstehungen des Römischen Reiches. Die fünfte oder vielmehr die sechste Wiederauferstehung geschah unter Otto dem Großen im Jahre 962 nach Christus. Und er wurde nun als der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bekannt. Und er wurde von Papst Johannes dem XII. Gekrönt. Und dann finden wir die siebte Wiederauferstehung unter Karl dem V. Von Habsburg. Und die geschah im Jahre 1530 nach Christus und er wurde durch den Papst Clemens dem VII. Gekrönt. Und dann die achte Wiederauferstehung geschah unter Napoleon Bonaparte von 1804 bis 1814. Und die Krönung, die sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, geschah durch Papst Pius dem VII. Aber Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass als der Papst dem Napoleon die Krone aufsetzen wollte, der Napoleon die Krone aus den Händen des Papstes nahm und sie sich selbst aufsetzte. Andeutend, dass obwohl die Frau die Kirche auf dem Tier reiten würde, es immer doch zu einer gewissen Kontroverse kommen würde, einem Zwiespalt. Es war immer dieser Streit zwischen Kirche und Staat und der eine wollte immer über dem anderen herrschen. Die Tatsache, dass die Kirche auf dem Tier reitet, bedeutet nicht immer, dass die Kirche auch das Tier lenkt. Sie können ja vielleicht sich an die Erzählung erinnern, wie Europa entstanden ist. Europa hat sich ja auf den Stier gesetzt, das war der Zeus, der hatte sich verwandelt in einen Stier, aber es war hier der Stier, der Europa zu einer gewissen Stelle brachte. Das war nicht unbedingt Europa, die den Stier lenkte. Also wir sehen hier diese interessante Mischung, diese Zwiespältigkeit. Und die wurde auch ganz besonders deutlich unter der neunten Wiederauferlebung, der erneuten Wiederauferstehung unter Hitler und Mussolini. Und zwar geschah die ja im Jahr 1933 bis 1945. Da war es sicherlich ein gewisser Zwiespalt, aber auch hier wiederum eine Vereinigung beider Teile, denn es geschah eine enge Zusammenarbeit, wie wir wissen, mit Papst Pius dem XI. Und Papst Pius dem XII. Und so finden wir nun, dass eine zehnte Wiederauferstehung dabei ist, sich zu entwickeln. In Europa. Eine europäische Konföderation von 10 Nationen wird stattfinden. Und wie es so aussieht, werden diese zehn Staaten sich aus der Eurozone heraus entwickeln. Der Euro, wie ich das öfters schon gesagt habe, wird nicht untergehen. Die Währung wird bestehen bleiben, aber die Eurozone, wie sie heute besteht, mag sich ändern. Aber es wird klar eine Konföderation sein von 10 Nationen oder Nationengruppen. Und die werden dann ihre Autorität, ihre Macht, ihre Herrschaft an das Tier übertragen. Damit muss natürlich jetzt gemeint sein, der letzte Führer des Tieres, weil diese Nationen ja selbst bereits Teil sind des Tieres als Macht. Sie geben also jetzt ihre Autorität an den letzten Führer, der eben auch als das Tier bezeichnet wird, einem Diktator, sagen wir einmal. Und dieser Diktator wird zusammenarbeiten mit dem religiösen Führer, dem letzten Repräsentanten dieser religiösen Macht, von der wir gesprochen haben. Und er wird auch in der Bibel als der falsche Prophet bezeichnet. Und so haben wir diese Skizze, die Sie sich anschauen können und sollten, in unserer Broschüre Europa in der Prophezeiung. Da wird das alles noch näher erklärt. Und die ganzen anderen Stellen im Buch Daniel und im Buch der Offenbarung werden hier deutlich gemacht. Wie gesagt, 10 Nationen würden ihre Macht dem Tier geben. Die 10. Auferstehung des Römischen Reiches, das eben auch das Heilige Römische Reich genannt wird oder genannt wurde, die würde eben dann erfolgen. Aber jetzt möchte ich kurz einmal eine Stelle aufschlagen, auf die ich bereits eben eingegangen bin, in Daniel Kapitel 7. Denn diese Stelle ist sehr wichtig zu begreifen, im Hinblick auf das, was wir uns jetzt anschauen wollen. Daniel Kapitel 7. Und lesen wir angefangen in Vers 23. Da wird nämlich das vierte Tier beschrieben, das also dem babylonischen und dem medopersischen und dem griechischen Reich folgen würde.
das vierte Tier, und jeder ist an sich darüber im Klaren, dass es sich hierbei um das Römische Reich handelt. Und das war auch geschichtlich gesehen der Fall. Vers 23, er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Und die 10 Horner bedeuten 10 Könige, Vers 24, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Hier geht es um die 10 Wiederauferstehungen des Römischen Reiches. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Nun, nach ihnen kann bedeuten, dass nach einigen von denen dieser andere aufkommen wird, dieses kleine Horn, von dem wir jetzt lesen werden, nicht unbedingt nach allen von denen. Und geschichtlich gesehen kam es ja nach den ersten 3 Wiederauferstehungen hoch. Es kann aber auch bedeuten, wenn es heißt nach ihnen, dass es in einer Weise ähnlich sein wird wie diese anderen Königreiche. Gott sagte ja zum Beispiel, ich will ein Bild schaffen, wir wollen ein Bild schaffen, uns ähnlich oder nach uns gleich. Und er bezog sich hiermit auf den Menschen. Also es wird hier auch eine Andeutung gegeben, dass die Konstellation, die Herrschaftsstruktur dieses anderen Königreiches ähnlich sein wird, wie das des politischen, militärischen Römischen Reiches. Aber es werden auch deutliche Unterschiede herrschen. Das heißt nämlich, nach ihnen wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen. Der wird eben religiös sein, die anderen waren eben nicht religiös in dem Sinne. Und er wird 3 Könige stürzen. Und er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und jetzt wird deutlich auf die Endzeit angesprochen. Das heißt nämlich, sie werden in seine Hand gegeben werden, 1 Zeit und 2 Zeiten und 1,5 Zeit. Es geht hier um diesen anderen König, diese andere Macht, diese religiöse Macht, die eine Verfolgung hervorrufen wird. Für 3,5 Jahre, während der großen Trübsal. Auch dies hatten wir bereits besprochen. Vers 26, und danach wird das Gericht gehalten werden, und dann wird ihm seine Macht genommen werden und ganz und gar vernichtet werden. Vers 27, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Die Wiederherstellung des Reiches Gottes auf Erden wird hier beschrieben. Aber bevor dies geschieht, wird es eben zu diesem Martyrium kommen, das von diesem kleinen Horn, wie es hier heißt, instruiert wird. Schauen wir uns jetzt wiederum Offenbarung Kapitel 13 an. Und schauen wir uns an, was hier in Offenbarung noch geschrieben steht. Aber denken wir daran, dieses kleine Horn wird Gesetz und Festzeiten ändern. Es wird unter anderem das Gesetz über die Festzeiten ändern. Es wird unter anderem sagen, dass wir heute nicht mehr den Sabbat zu halten haben, sondern heute muss der Sonntag gehalten werden. Es wird zum Beispiel sagen, dass wir heute die heiligen Festtage Gottes nicht mehr zu halten haben, sondern heute sollen heidnische Festtage gehalten werden, die aus dem Heidentum kommen, aber dann einen christlichen Mantel erhalten haben, wie zum Beispiel Weihnachten, wie zum Beispiel Ostern, wie zum Beispiel Halloween, wie zum Beispiel Neujahr und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist deutlich, wer hier beschrieben steht, aber es wird noch deutlicher werden. In Offenbarung Kapitel 13, angefangen in Vers 11, denn denken wir daran, wir hatten ja gelesen, dass Geschwür über die Menschen kommen wird, die, wie wir gelesen haben, das Tier anbeten werden und sein Bild. Und sein Bild. Wer ist mit diesem Bild gemeint? Nun, in Offenbarung 13 wird nämlich ein zweites Tier beschrieben. Nachdem das erste Tier beschrieben worden ist, dieses römische, politische, militärische Reich, da lesen wir in Vers 11, in Offenbarung Kapitel 13, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 2 Hörner, wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Das Lamm, eine Bezeichnung für Jesus Christus. Aber das Tier gab vor, Jesus Christus zu repräsentieren, aber es redete wie ein Drache. Es lehrte die Lehren, die nicht von Gott kommen. Es lehrte die Lehren, die nicht von Jesus Christus kommen. Es lehrte die Lehren, die von dem Drachen herrühren, Satan, dem Teufel. Schauen Sie, alle Lehre und jede Lehre, die nicht im Einklang steht mit Gott und mit dem, was Gott sagt, kommt notwendigerweise von der anderen Macht. Schauen Sie, es heißt, Satan ist ein Lügner von Anfang an, in ihm ist nicht die Wahrheit. Es heißt aber auch, dass Gott nicht lügen kann.
und dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Also wenn Sie Lehren anhangen, die nicht im Einklang stehen mit dem, was Gott in seiner Bibel uns sagt, dann müssen Sie verstehen, dass diese Lehren dann auch nicht von Gott kommen. Also diese Macht hier, die hatte zwar zwei Hörner, wie es heißt, wie ein Lamm, aber die redete, die lehrte Doktrinen, die nicht von Gott kommen. Vers 12. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht, es bewirkt, es beeinflusst, es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Also es geht nicht nur um die Anbetung des zweiten Tieres, die wird auch erfolgen, auch des ersten Tieres. Die Glorifizierung der menschlichen Führer, wie das unter Karl dem Großen mit Sicherheit der Fall war. Otto dem Großen, Karl dem Fünften. In gewisser Weise sogar auch im Hinblick auf Mussolini. Denn die katholische Kirche hatte damals gelehrt, am Anfang zumindest, Mussolini, das ist der von uns erwartete Heilige oder Retter, der unsere Nation von all den falschen Einflüssen befreien wird. Nachher hat sich das ein bisschen dann geändert. Schauen Sie, es heißt, es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Vers 13. Und es, das zweite Tier, tut große Zeichen, große Wunder, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Wir lesen auch, dass der falsche Prophet diese Macht haben wird. Wir lesen auch, dass der Mensch der Sünde diese Macht haben wird. Aber was wirkt diese Macht oder was wird diese Macht bewirken? Vers 14. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Schauen Sie, es ist dieses zweite Tier, diese religiöse Macht, die die Kraft hat, solche Zeichen zu tun. Wir lesen nichts davon, dass das erste Tier diese Macht haben wird. Aber das zweite Tier wird diese Macht haben und damit natürlich das erste Tier unterstützen. Und es sagt denen, und schauen Sie sich das jetzt an in Vers 14, es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Schauen Sie, wir hatten davon gelesen, dass Gott letztendlich Geschwüre über die Menschen bringen wird, die dieses Zeichen haben werden. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres oder, wie es auch übersetzt werden kann, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Also wenn Sie sich immer mal die Frage gestellt haben sollten, wo kommt die Zahl 666 her? Es ist die Zahl des Namens des Tieres. Aber zunächst einmal kehren wir auf die Stellen zurück, die sich hier mit dem zweiten Tier beschäftigen. Wir hatten gesehen, es ist das Tier, dieses zweite Tier, das ein Bild machen wird des ersten Tieres, das aber auch Zeichen und Wunder tun kann, das aber auch zunächst einmal vorgibt, im Namen Christi zu wirken. Nun, Paulus warnt davor. Schauen wir uns einmal 2. Korinther Kapitel 11 an. Und er warnt uns heute davor. Und Gott, der ja nun Paulus inspiriert hatte, dies zu schreiben, warnt uns heute davor, dass wir uns nicht verführen lassen durch falsche Lehren. Egal, wo sie herkommen. In 2. Korinther Kapitel 11, da lesen wir zunächst einmal in Vers 13, dass Paulus über solche Prediger spricht, solche Geistlichen spricht, solche Pfarrer, Priester, was immer spricht, die aber nicht Gottes Wort lehren. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, sie verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan,
verstellt sich als Engel des Lichtes. Und man muss sehr aufpassen manchmal, wenn man zum Beispiel denkt, man habe Träume. Und man denkt, diese Träume kommen von Gott. Wenn diese Träume keine Bedeutung haben für sie im Hinblick auf das, was sie in Gottes Augen tun sollten, dann sind entweder diese Träume irgendwie menschlicher Erfindungsgeist, der also durch unsere Ideen hervorgerufen wird. Er kann sich aber auch, oder diese Träume können sich aber auch von Satan herleiten lassen, denn letztendlich ist ja der Satan jemand, der sich als Engel des Lichtes verstellt. Schauen Sie, es ist sehr wichtig zu begreifen, dass Gott nicht lügen kann. Und wenn in einem Traum irgendetwas angedeutet wird, was nicht dem entspricht, was die Bibel sagt, dann können wir sicher sein, dass ein solcher Traum nicht von Gott kommt. Es heißt auch hier in Vers 15, darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Seine Diener, seine Prediger, seine Apostel, die verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit. Die mögen sehr gerecht wirken, wie auch die Pharisäer damals sehr gerecht gewirkt haben. Und Christus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer übersteigt, dann werdet ihr überhaupt gar nicht ins Reich Gottes kommen. Gerechtigkeit, meine Damen und Herren, ich habe das öfters gesagt, ist definiert als das Halten der Gebote Gottes. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, man brauche die Gebote nicht mehr zu halten oder die Gesetze, auch im Hinblick auf die Festzeiten, seien heute geändert worden, dann verstellen sich diese Diener möglicherweise als Diener der Gerechtigkeit, sind es aber nicht, weil sie nicht die Gerechtigkeit lehren, die von Gott gefordert wird. Und so sagt Paulus hier, aber deren Ende wird sein nach ihren Werken. Nach ihren Worten, nach ihren Werken. Eine andere Stelle, auf die ich eben bereits angedeutet habe, in 2. Thessaloniker Kapitel 2, beschreibt dieses zweite Tier oder den Repräsentanten, den letzten Repräsentanten dieses zweiten Tieres. Und schauen wir uns einmal an, was da geschrieben steht in 2. Thessaloniker Kapitel 2. Da ging es um eine falsche Lehre, die Lehre nämlich, dass Jesus Christus bereits zurückgekommen sei. Oder aber, dass Jesus Christus in Kürze zurückkommen würde, aber Paulus schrieb dies damals. Und natürlich ist Christus vor 2000 Jahren noch nicht zurückgekommen. Und er sagt hier in Kapitel 2, Vers 1, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinne nicht so schnell wanken machen, noch erschrecken lasst. Und das heißt, als sei der Tag des Herrn schon da. Also einige haben scheinbar gelehrt, dass Christus bereits zurückgekommen sei. Irgendwo vielleicht heimlich sich aufhalten würde, in der Wüste oder wo auch immer. Oder vielleicht, dass er heimlich zurückgekommen sei, um dann die Heiligen in den Himmel zu entrücken. Diese falsche Idee der heimlichen Entrückung wird vielleicht hier angesprochen. Er sagt in Vers 3, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen, der Abfall von der Wahrheit. Und der Mensch der Bosheit muss offenbart werden. Aber hier geht es jetzt, wie wir sehen werden, um eine endzeitliche Prophezeiung. Der Mensch der Bosheit muss sich offenbaren, noch bevor Jesus Christus zurückkommen kann. Der Sohn des Verderbens, Vers 3 oder Vers 4, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, Gott zu sein. Scheinbar werden die Juden noch einen Tempel in Jerusalem errichten, bevor Christus zurückkommt. Dieser Mensch der Bosheit, der falsche Prophet, um den es hier geht, der wird sich in diesen Tempel setzen. Und er wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Und er wird, wie wir gleich sehen werden, noch etwas anderes möglicherweise tun, was alle Menschen verführen wird. Und er sagt hier in Vers 5, erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Vers 8, dann wird der Böse offenbart werden. Und ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Also dieser Böse, diese Persönlichkeit wird leben, wenn Christus kommt. Diese Persönlichkeit wird mit dem Tier und diesen 10 Hörnern gegen Christus kämpfen wollen. Christus wird zurückkommen, er wird ihm ein Ende machen. Vers 9, der Böse wird aber in der Macht des Satans auftreten, schauen Sie, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Es geht hier um das zweite Tier. Um den Repräsentanten des zweiten Tieres, der eben Feuer vom Himmel kommen lassen wird, um andere zu verführen.
Diese Macht wird vom Satan verliehen werden, nicht von Gott. Vers 10. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben. Also Gott lässt es zu, dass dies geschieht. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Eine gewisse Verantwortung besteht schon. Wenn man Menschen die Wahrheit sagt, wenn man Menschen sagt, man muss das Gesetz halten, das Gesetz ist definiert als die Gerechtigkeit Gottes, das Halten der 10 Gebote, und die haben aber mehr Lust an der Ungerechtigkeit, okay, dann werden sie auch hierfür dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Also hier sehen wir diese Verführung. Hier sehen wir den falschen Propheten. Hier sehen wir das Bild des Tieres. Aber was ist jetzt mit dem Bild des Tieres genau gemeint? 2 Möglichkeiten existieren. Die meisten Kommentare sagen uns, und ich habe hier zum Beispiel ein Zitat von Albert Barnes, Notes on the Bible. Ich habe auch ein anderes Zitat von John Gill's Exposition of the Entire Bible. Und da gibt es viele Kommentare, die das zum Ausdruck bringen. Die uns also sagen, dass das Bild eine Duplikation ist des Römischen Reiches, wie es strukturiert ist. Schauen Sie, das Römische Reich war eine politische, hierarchische in diesem Sinne, Struktur. Da war ja ein Kaiser da, der über dieses Reich herrschte. Und dieses Bild, das dem Römischen Reich nachgebildet ist, würde ähnlich strukturiert sein. Obwohl es eine religiöse Macht sein würde, würde es zum Beispiel ein Staat sein. Dieser Staat würde zum Beispiel Botschafter haben, die an andere Länder geschickt werden würden. Dieser Staat würde zum Beispiel eine Armee haben, die in den Krieg zog unter dem Führer dieses Staates. Und auch heute gibt es diese Armee noch, in gewisser Weise, wenn man an die Schweizer Garden denkt. Und so finden wir, dass diese religiöse Macht einer staatlichen Macht sehr ähnlich sein würde. Und so schreiben uns auch viele Kommentare, dass dies damit hauptsächlich gemeint ist. Das Bild ist also dem ähnlich, wie die politische römische Macht ausgesehen hat. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Denn es heißt ja, dass das Bild reden wird. Nun, einige sagen, okay, das kann natürlich auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass jetzt diese Macht, dieser Staat durch seinen Führer Dinge sagt, Dinge lehrt. Dadurch spricht also jetzt das Bild. Doktrinen verkündet, die aber eben nicht im Einklang stehen zu Gottes Wort. Durchaus möglich. Höchstwahrscheinlich ist dies auch die vorrangige Erklärung dessen, was hier in Offenbarung Kapitel 13 beschrieben steht. Aber es gibt eben auch eine andere Möglichkeit. Und ich sage bewusst Möglichkeit. Ich sage das jetzt nicht doktrinär. Aber es ist etwas, auf das wir achten sollten. Wenn wir uns nämlich die Geschichte anschauen, was in der Geschichte bereits geschehen ist, und wenn man davon ausgeht, dass die Geschichte sich durchaus wiederholen kann in der Endzeit, dann sollte man vielleicht hierauf achten. In geschichtlicher Zeit gab es zum Beispiel diesen Antiochos Epiphanes. Und er hat damals in dem Tempel Gottes in Jerusalem eine Statue errichtet. Eine Statue des Gottes Olympos oder des Gottes Zeus, des Gottes Jupiter. Und er hat natürlich auch dann zu dem damaligen Zeitpunkt die Opfer, die die Juden brachten, untersagt. Hat sogar auf dem Altar Schweineblut geopfert. Die Bibel sagt uns auch, dass in der Zukunft die Juden wieder beginnen werden, Opfer zu erbringen. Und diese Opfer werden dann durch das Tier unterdrückt werden. Aber es geht mir hier um die Statue. Die Bibel sagt uns auch, dass wenn wir den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte sehen werden, und dann sagt Christus, achtet darauf, was Daniel uns sagt, dann wisst ihr, sagt Christus, dass die Verwüstung Jerusalems herbeigekommen ist. Nun, damals geschah der Gräuel der Verwüstung dadurch, dass zunächst einmal Antiochos mit seiner Armee Jerusalem verwüstete, aber auch dadurch, dass diese Statue dieses Gottes Olympos oder Jupiters im Tempel errichtet wurde. Wenn also die Geschichte uns andeutet, was in der Zukunft geschehen wird, könnte man davon ausgehen, dass auch wiederum im Tempel
nicht nur dieser falsche Prophet sein wird, der von sich vorgibt, Gott zu sein, sondern dass er auch eine Statue dort aufstellen wird, ein Bild dort aufstellen wird. Und dann heißt es, dieses Bild wird sprechen. Und es wird Befehle geben. Und wenn jemand den Befehlen nicht gehorcht, hatten wir gerade gelesen, Offenbarung, dann wird der getötet werden. Könnte es sein, dass es ein Bild geben wird, eine Statue, die im Tempel Gottes sein wird? Eine Statue, die repräsentiert, für Gott zu stehen oder für das zu stehen, was Gott gut heißt. Und dann Befehle in Anführungszeichen geben wird, buchstäblich sprechen wird. Nun, bevor Sie dies als abwegig abtun, denken wir an Folgendes. In der Geschichte hat es viele Statuen gegeben, die angeblich die Maria darstellen, die Jungfrau Maria, die angefangen haben zu bluten. Nun, einige sagen, das war alles Betrug. Ob es Betrug war oder nicht, Tatsache bleibt, dass viele, die meisten der katholischen Gläubigen, an die Wahrheit dessen geglaubt haben, was da geschah. Wir haben auch von vielen Visionen gehört, wo angeblich die Jungfrau Maria zum Beispiel Kindern erschienen ist und denen Dinge mitgeteilt hat. Nun, wir wissen, dass es nicht Jungfrau Maria gewesen sein kann, weil die Jungfrau Maria, die keine Jungfrau mehr blieb, nachdem Jesus Christus geboren wurde, die hatte nämlich andere Kinder, die ist gestorben. Maria, die Mutter Jesu Christi, ist gestorben. Nun, sie wurde bekehrt am Pfingsttag mit den anderen Jüngern. Aber sie ist gestorben, wie alle Christen gestorben sind. Die liegt heute tot im Grab. Wie alle Christen tot im Grab liegen. Mit der Ausnahme von Jesus Christus, der Einzige, der auferweckt wurde, als ein Geistwesen und in den Himmel eingegangen ist. Der Einzige, die Jungfrau Maria, wie sie so schön benannt wird, die richtige Maria, die liegt nach wie vor im Grabe, tot. Erwartet die Auferstehung von den Toten zu ewigem Leben. Also was immer da geschehen ist in diesen Visionen, kommt nicht von der wahren Maria und kommt auch nicht von Gott. Denken wir daran, dass es solche Statuen, solche Ideen, solche Vorstellungen gegeben hat. Und denken wir auch daran, dass wenn so etwas geschehen würde, was für eine unglaubliche Beeinflussung dies haben könnte und würde für viele Menschen. Und ich bin nicht der Einzige, der dies andeutet. Zum Beispiel der Kommentar von John Gill schreibt Ähnliches. Der schreibt, dass es durchaus möglich ist, dass es hier ein solches Bildnis geben wird, das also spricht, das also Befehle erteilt. Ob das jetzt Betrug ist oder nicht, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass die Menschen es glauben werden. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt Ähnliches. Bezieht sich ganz besonders auf die sogenannte Jungfrau Maria und auf Heilige, die scheinbar auch in der Vergangenheit bereits schon in gewisser Weise, in Anführungszeichen, gesprochen haben. Und auch ein Kommentar von Lehmann Strauss sagt uns Ähnliches. Können wir sehen, wie eine solche Verführung die Menschen dazu bringen wird, sowohl das Tier als auch das zweite Tier, das Bild des ersten Tieres, anzubeten? Nun, alles das führt darauf hinaus, dass die Heiligen, die wahren Heiligen, die die Wahrheit kennen und die sich natürlich von diesen Dingen nicht verführen lassen, die werden verfolgt werden in großer, gewaltiger Weise. Und die Bibel macht uns auch völlig klar, dass es eine Wahl geben muss. Wenn wir uns an das halten, was das Tier sagen wird, an das halten, was das Bild sagen wird, an das halten, was der Name des Tieres ist, das Mahlzeichen des Tieres, dann werden wir jetzt vielleicht vom Tier beschützt werden oder in Ruhe gelassen werden, nicht verfolgt werden. Aber dann wird Gott seinen Zorn, wie wir gelesen haben, auf uns ausgießen, weil wir eben diesen falschen Dingen gefolgt sind. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welchen Zorn wollen wir lieber erdulden? Den Zorn dieses Tieres oder den Zorn Gottes? Aber wir hatten ja auch von dem Zeichen gelesen. Von diesem Zeichen, das die Menschen akzeptieren werden, diesem Mahlzeichen. Was ist mit diesem Mahlzeichen gemeint? Wir haben viel über das Mahlzeichen des Tieres gehört, aber viel ist auch
in falscher Hinsicht uns gesagt worden. Einige sagen, damit ist also ein Computerchip gemeint und jeder kriegt so einen Computerchip und das ist so das Mahlzeichen des Tieres. Nun, die Bibel spricht keineswegs von einem Computerchip. Ich möchte Ihnen einmal zeigen, wovon die Bibel spricht, wenn sie von einem Zeichen spricht. Zunächst einmal 2. Mose Kapitel 31. Ich sehe schon, die Predigt wird etwas länger dauern heute, aber ich möchte schon dieses Thema abschließen im Hinblick auf diese Stellen. In 2. Mose Kapitel 31, da lesen wir zunächst einmal in Vers 13. 2. Mose 31 und Vers 13. Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat oder wörtlich haltet meine Sabbate. Es geht nicht nur um den wöchentlichen Sabbat, es geht auch um die jährlichen Festtage, die ebenfalls Sabbate genannt werden. Diese jährlichen Festtage Gottes. Haltet meine Sabbate, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Wenn wir Gottes Sabbat halten, Gottes Sabbate, dann sind wir damit identifiziert. Zunächst einmal als Jünger Christi, als Jünger Gottes, die seine Gebote halten. Wir sind also bei Gott identifiziert, aber auch bei den Menschen, die ja erkennen, dass wir etwas anderes tun, als was die gerne wollen. Also das Zeichen hier, von dem Gott spricht, hat mit der Sabbateinhaltung zu tun. Hesekiel Kapitel 20. Hesekiel Kapitel 20. Und in Vers 20, da lesen wir, meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Schauen Sie, wenn wir die Sabbate halten, wenn wir uns immer daran erinnern, dass es ja Gott ist, der den Sabbat eingesetzt hat, der die jährlichen Festtage eingesetzt hat, dann werden wir uns auch daran erinnern, dass es Gott ist, der unser wahrer Gott ist, der uns heiligt. Wenn wir die Heilighaltung des Sabbats und der jährlichen Festtage aufgeben, dann werden wir auch schnell das Wissen um den wahren Gott verlieren. Und das ist leider in vielen, vielen Fällen bei vielen, vielen Menschen geschehen. Jesaja Kapitel 56. Jesaja Kapitel 56 und Vers 2. Jesaja Kapitel 56 und Vers 2. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält. Das heißt ja nicht wohl dem Juden, der das tut, es geht um den Menschen. Das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Hier wird eine Bezugnahme gesetzt auf die Hand, denn das Zeichen wird ja auf der rechten Hand und der Stirn angenommen. Also hier, wenn es um den Sabbat Gottes geht, der hat auch etwas mit der Hand zu tun. Die Hand tut nicht etwas am Sabbat, was sie sonst tun würde, nämlich arbeiten, Geld verdienen. Lesen wir auch Jesaja Kapitel 58 und Vers 13. Jesaja 58 und Vers 13. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst, nicht deinen Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst, mit anderen Worten, zur Arbeit gehst, um Geld zu verdienen, oder deinem Vergnügen nachgehst, Sportveranstaltungen besuchst und so weiter, nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest. Auch das ist wichtig zu begreifen. Der Sabbat sollte nicht dazu dienen, sich über alle möglichen und unmöglichen Dinge zu unterhalten, die mit der Heilighaltung des Sabbats gar nichts zu tun haben. Dann wirst du deine Lust haben am Herrn, sagt Hesses in Vers 14, und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat es geredet. Auch hier wiederum geht es um die Heilighaltung des Sabbats. Kehren wir zu 2. Mose 16 zurück. 2. Mose 16 und Vers 23. Er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Auch hier ein Prinzip, man sollte schon am Freitag sich auf den Sabbat vorbereiten, so gut es geht. Der Freitag wird in der Bibel auch der Vorbereitungstag genannt, auf den Sabbat. Also all diese Stellen zeigen uns, dass der Sabbat ein Zeichen ist und dass der Sabbat in gewisser Weise gehalten werden sollte. Nun, wenn es um die Hand geht, denn das Zeichen des Tieres wird ja auf die Hand genommen, schauen wir uns kurz Psalm
90 an. Psalm 90. Also das wahre Zeichen Gottes, der Sabbat, hat schon mit der Hand etwas zu tun und mit der Stirn. Aber das falsche Zeichen des Tieres hat auch etwas zu tun mit der Hand und mit der Stirn. Psalm 90, Vers 17, da lesen wir, und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Also es ist die Hand sozusagen, die etwas vollbringt, die etwas tut, die ein Werk vollführt. Das Werk kann ein richtiges sein, es kann eben aber auch ein falsches sein. Im Psalm 137 lesen wir Vers 5. Psalm 137 und Vers 5. Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Also hier wird die rechte Hand angedeutet, aber es geht hier auch darum, wie die rechte Hand benutzt wird und benutzt werden kann. Und sie soll eben benutzt werden im Sinne Gottes. Und eben nicht im Sinne falscher Mächte. Und wie sieht es mit der Stirn aus? Nun schauen wir uns Hesekiel Kapitel 3 an. Hesekiel Kapitel 3 und Vers 8. Hesekiel Kapitel 3 und Vers 8. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Die Stirn bezeichnet den Sitz der Gedanken. Wie also die Hand etwas ausführt, so ist die Stirn das, was zunächst einmal in einem vor sich geht und dann halt den Befehl der Hand gibt, sozusagen etwas auszuführen. Die Stirn wird immer als der Sitz der Gedanken beschrieben, in Kapitel 9 und in Vers 4. Er sprach zu ihnen, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Hier geht es um wahre Christen, die werden hier beschützt vor Plagen, die ausgeschüttet werden. Hier wird ein Engel aufgefordert, auch denen ein Zeichen zu geben an ihre Stirn. Schauen Sie, damit werden sie zum Eigentum Gottes. Die Menschen, die das Malzeichen des Tieres auf ihre Stirn annehmen und auf ihre Hand, werden damit zum Eigentum Gottes. Des Tieres. Und wie gesagt, das Tier wird ja von Satan inspiriert. Und wir lesen das gleiche auch, wie wir das bereits schon getan haben, in der Offenbarung Kapitel 7 und Vers 3. Auch das lesen wir noch einmal kurz. Offenbarung 7 und Vers 3. Da werden ja die 144.000 versiegelt und auch die große Menge. Da heißt es, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Wir sehen also, dass diese Menschen, die das Malzeichen des Tieres angenommen haben, dieses Zeichen an ihre Stirn angenommen haben und auf ihre rechte Hand. Was bedeutet, sie werden denken und sie werden handeln in einer Weise, die im Gegensatz steht zu dem, was Gott sagt. Und diejenigen, die das Zeichen Gottes angenommen haben oder annehmen werden, jetzt auch symbolisch gesehen, sind eben diejenigen, die ihre Hand und ihre Stirn dazu benutzen, das zu tun, was Gott sagt, und eben nicht das zu tun, was Gott verbietet. Und jetzt denken wir noch einmal an Daniel Kapitel 7, die Tatsache in Vers 25, dass das kleine Horn dabei war und ist, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und das ist in der Tat schon in Europa ganz besonders der Fall. Da ist zum Beispiel der Kalender geändert worden. Die meisten von Ihnen werden das vielleicht wissen oder haben es noch gar nicht bemerkt. Der Sabbat wird immer in der Bibel als der siebte Tag der Woche beschrieben. Der Sonntag war immer der erste Tag der Woche. Das war auch klar, das war auch deutlich. Als ich in Deutschland groß wurde, war das uns allen bekannt, dass der Sabbat der siebte Tag der Woche war. Nur wurde uns natürlich gesagt, ja, das ist aber verändert worden. Die katholische Kirche hat die Macht, das zu verändern. Und so ist jetzt der erste Tag der Woche, der Sonntag, der Tag, der heilig gehalten werden soll. Aber wenn man damals sich Kalender angeschaut hatte, war der Samstag immer als der letzte Tag der Woche dargestellt worden und der Sonntag immer als der erste Tag der Woche. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sie schauen sich heute einen Kalender an und zu Ihrer Überraschung vielleicht wird jetzt der Sonntag als der letzte Tag der Woche dargestellt. Und der Montag als der erste Tag der Woche. Auch hier wiederum den Eindruck erweckend,
dass man den Sonntag als den siebten Tag der Woche halten soll, als den biblischen Sabbat. Nun, die katholische Kirche weiß das besser. Die lehrt in ihrem Katechismus, dass der Sabbat, die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend, der biblische Sabbat ist. Sie lehrt sogar, dass die Bibel die Einhaltung des Sabbats lehrt. Aber die katholische Kirche hat das Recht, Festzeiten und Gesetze zu ändern und hat von daher die Heilighaltung des biblischen Sabbats abgeschafft und durch die Heilighaltung des Sonntags ersetzt. Und hat dann auch noch gesagt, das liegt daran, dass Christus am Sonntag auferstanden sei und daher müsse man den Sonntag heilig halten. Und viele Menschen sind heute verwirrt, denn die meinen, der Sonntag sei der biblische Sabbat. Nun, zunächst einmal ist Christus keineswegs am Sonntag auferstanden, sondern am Sabbat, zu Ende des Sabbats. Und in unserer Broschüre, Jesus Christus, ein großes Geheimnis, die auch auf unserer Webseite zu finden ist, wird das deutlich bewiesen. Aber selbst wenn er am Sonntag auferstanden wäre, heißt das noch lange nicht, biblisch gesehen, dass man jetzt den Sabbat nicht mehr zu halten braucht. Wo steht das geschrieben? Oder dass man sogar die Auferstehung Jesu Christi halten muss. Wo steht das geschrieben? Nirgendwo. Aber schauen Sie, das kleine Horn hat Festzeiten und Gesetz geändert und hat eben dazu beigetragen, dass sich die Menschen jetzt dieses Zeichen, das sie identifiziert als zu dem Tier gehörig, auf ihre Stirn und auf ihre Hand genommen haben. Was bedeutet, wenn sie es haben, dann können sie kaufen und verkaufen. Wenn sie es nicht haben, dann können sie nicht kaufen und verkaufen. Nun, wer also dann am Sabbat nicht kaufen und verkaufen will, wird sofort identifiziert als jemand, der nicht teilhat an diesem System. Und das war ja auch in der Inquisition in der Vergangenheit klar der Fall. Diejenigen, die nicht gute Christen waren, in Anführungszeichen, wurden dadurch identifiziert, dass zum Beispiel ihre Geschäfte am Samstag geschlossen waren oder dass sie am Samstag nicht an Vergnügungen teilnahmen. Wer also dieses Zeichen des Tieres angenommen hat, der arbeitet am Samstag, aber der arbeitet nicht am Sonntag. Und wenn jemand am Sonntag arbeiten will, weil der Sonntag ja nur ein gewöhnlicher Wochentag ist, der erste Tag der Woche, der findet sich jetzt mit dem Gesetz konfrontiert, das uns verbietet, am Sonntag zu arbeiten. Und viele dieser Gesetze sind bereits schon in den Büchern in Europa zu finden. Sie werden vielleicht noch nicht im krassesten Maße durchgesetzt. Einige schon. Aber das wird noch kommen. Wir sehen also hier, dass es sich bei dem Mahlzeichen des Tieres um die Ablehnung hauptsächlich der göttlichen heiligen Zeiten handelt und dann auch um die Anerkennung und Annahme heidnischer Zeiten, die aber jetzt als heilig angesehen werden. Und einige sagen, ja, aber was ist da der große Unterschied? Das macht doch nichts aus, solange wie man Gott überhaupt anbetet, ist ja egal wann. Nun, in Gottes Augen macht es eine Menge aus. In Offenbarung Kapitel 17 lesen wir, dass dieses zweite Tier, dieses Bild, in ganz schlimmer Weise beschrieben wird. In Offenbarung 17 und Vers 6, es geht nicht nur darum, dass man das Zeichen des Tieres annimmt, es geht auch darum, dass man sich mit dem identifiziert, was dieses Tier und das Bild tun werden und bereits schon getan haben. Offenbarung 17, Vers 6, ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Kapitel 18 in Offenbarung, Vers 24. Das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden, dieser Stadt, die Babylon genannt wird, die diese Frau symbolisiert. Eine Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, wie es heißt. Ich sah das Blut der Propheten und der Heiligen in ihr gefunden. Und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Die gewaltige Einflussnahme, die diese beiden Tiere haben werden, auf alle Menschen. Kapitel 19 und Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und der das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Schauen Sie, wir hatten ja bereits gelesen, das Tier in Übereinkunft mit dem falschen Propheten, die werden gegen die Heiligen Krieg führen. Wir werden die Heiligen vernichten, Offenbarung oder zu vernichten suchen.
Offenbarung Kapitel 20, Vers 4. Hier geht es um den Zeitpunkt der Auferstehung, wenn die Heiligen, die getötet worden sind, auferweckt werden. Da heißt es, ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Hier geht es um die erste Auferstehung, die Auferstehung zum ewigen Leben. Hier wird deutlich gemacht, dass diejenigen, die das Tier nicht angebetet haben, die das Mahlzeichen nicht angebetet haben, die dieses Bild nicht angebetet haben, sondern die eben für Gott und Christus eingestanden sind, die ihren Glauben nicht verloren haben, die ausgehalten haben, die, wie es heißt, bewahrt haben die Gerechtigkeit bis zum Ende, die werden selig werden, die werden gerettet werden, die werden auferweckt werden. Es bedeutet aber auch, dass diejenigen, die das Mahlzeichen angenommen haben und alles das getan haben, was Gott verurteilt, und es nicht noch rechtzeitig bereut haben, die werden zumindest nicht in der ersten Auferstehung sein. Das ist ganz klar und deutlich hier zum Ausdruck gebracht. Aber ich habe noch einen Punkt kurz zu erwähnen, denn wir hatten ja auch von der Zahl des Tieres gelesen, der Zahl 666. Und wir hatten auch gelesen, und kehren wir da noch einmal kurz dazu zurück, in Offenbarung Kapitel 13 und Vers 17. Das heißt zunächst einmal, niemand kann kaufen oder verkaufen, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also hier diese Zahl identifiziert das Tier in gewisser Weise. Vers 18, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege oder besser berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Nun, die Idee ist, dass man den Namen berechnen soll. Das Griechische hat Zahlenwerte für die griechischen Buchstaben. Und wenn man das Wort Latinos sich anschaut, der Begründer des latinischen oder römischen Reiches, dann ergibt sein Name den Zahlenwert 666 im Griechischen. Auch hier wiederum andeutend, dass der Gründer des Römischen Reiches hiermit gemeint ist und dass die Wiederauferweckung des Römischen Reiches auch wiederum die Tatsache identifizieren, dass dieses Römische Reich und auch das letzte Römische Reich, das sich in Europa formt, nicht von Gott stammt. Und diejenigen, die sich damit abgeben, die daran beteiligt sind an diesem Reich und für das es steht, die haben die Zahl des Namens des Tieres 666 angenommen. Aber es kann auch durchaus sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Zahl nicht nur auf den damaligen Begründer des Römischen Reiches bezieht, sondern auch auf den Namen des letzten Führers des Römischen Reiches, der noch kommen wird, also das endzeitliche Tier. Und es ist sehr interessant, dass man darauf achten sollte, denn irgendjemand wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach in Deutschland oder in Österreich erheben, der, wenn man es versteht, entweder den Namen hat oder eine Bezeichnung für sich in Anspruch nimmt, die den Zahlenwert im Griechischen 666 ergeben könnte. In Offenbarung Kapitel 16, da heißt es in Vers 13, ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Was also zeigt, dass letztendlich sowohl der falsche Prophet als auch das noch kommende Tier dämonisch besessen sein werden. Buchstäblich, regelrecht von Dämonen besessen sein werden. Und das ist auch dann der Grund, warum sie einen solchen Einfluss haben können auf die Menschen. In Kapitel 19 in Offenbarung, in Vers 20, Offenbarung 19 und Vers 20, und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten,
Lebendig wurden diese beiden in den folgenden Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Also hier wird Christus diese beiden vernichten. Aber hier auch wiederum wird deutlich die Warnung zum Ausdruck gebracht, dass man sich davor hüten muss, das Zeichen des Tieres anzunehmen, die Zahl seines Namens anzunehmen, in dem Sinne, dass man sich identifiziert mit dem, was da geschieht, und natürlich auch das Bild zu akzeptieren. Und wie wir eben schon gelesen hatten, zu Anfang der Predigt, wird Gott beginnen, wenn er in das Weltgeschehen eingreift, über die Menschen, die das getan haben, zunächst einmal Plagen auszuschütten, um die zur Besinnung zu bringen. Aber in den meisten Fällen wird das zunächst einmal nichts bringen, weil die so verführt sein werden, dass sie gar nicht erkennen werden, dass alles das, was sie geglaubt haben, alles das, was sie umarmt haben sozusagen, von dem sie überzeugt waren, falsch war, verkehrt war, ungöttlich war, auf satanischer, dämonischer Einflussnahme beruhte. Aber die Erkenntnis wird letztlich kommen. Wenn Jesus Christus zurückkommt, wenn er beginnt, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, dann wird, wie wir das ja auch bereits schon in vielen anderen Predigten gesehen haben, allmählich die Erkenntnis allen Menschen kommen, wie verführt sie waren. Nun, ich bete, dass Sie, meine Damen und Herren, heute bereits schon diese Erkenntnis erhalten und bewahren und sich vorbereiten auf das, was geschehen wird. Denn wie wir gesehen haben, einige werden beschützt werden vor diesen Dingen, die kommen werden, wenn Gott sie als würdig erachtet für diesen Schutz. Nun, bevor ich heute schließe, möchte ich kurz noch etwas in eigener Sache Ihnen mitteilen. Wie ich Ihnen bereits schon des Öfteren gesagt habe, werden meine Frau und ich im Frühjahr nach Deutschland kommen. Und ich habe jetzt gestern, meine Frau und ich haben jetzt gestern, allen denen, die sich an uns gewandt haben und um einen Besuch gebeten haben oder sogar um eine Taufe gebeten haben, ein persönliches Memo geschickt. Eine persönliche Mitteilung über E-Mail. Und ich weiß aber nicht, ob ich alle ihre E-Mail-Adressen habe. Wenn Sie also Interesse haben, sich mit uns zu treffen, aber Sie haben gestern dieses Memorandum nicht erhalten, dann schreiben Sie mir bitte sofort an meine persönliche E-Mail-Adresse. Und die finden Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de. Es ist wichtig, dass Sie sich sofort mit mir in Verbindung setzen, weil wir haben einige Reservierungen getätigt im Hinblick auf Hotelräume. Und wir müssen innerhalb einer gewissen Zeit entweder diese Reservierung bestätigen oder eben stornieren. Und es geht natürlich auch darum, dass wir uns genügend vorbereiten auf das, was Sie vielleicht im Sinne haben. Also bitte schauen Sie sich Ihre E-Mail an und schauen Sie sich an, ob Sie von Johanna Link oder mir, Norbert Link, ein Memorandum erhalten haben. Wenn nicht, schreiben Sie mir bitte sofort über Ihre persönliche E-Mail-Adresse an mich, an meine persönliche E-Mail-Adresse, sodass wir uns dann in Verbindung setzen können. So bedanke ich mich jetzt zunächst einmal für Ihre Aufmerksamkeit für heute. In den nächsten beiden Predigten werden wir uns ein wenig von dem abwenden, was wir zurzeit besprechen, weil es geht mir auch darum, dass wir uns auch genügend vorbereiten auf die kommenden jährlichen Festtage, das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote. Da werden also jetzt zwei Predigten auf YouTube geladen werden, die wir vor einigen Jahren bereits schon einmal gebracht haben, aber es ist mir wichtig, dass Sie sich diese noch einmal anhören und wir werden dann danach wieder mit der Serie über die Ereignisse, die im Buch der Offenbarung geschrieben stehen, fortfahren. Noch einmal für heute alles Gute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.